Ricarda Lang. Ja, sie macht wirklich den Grünen alle Ehre und glänzt immer wieder durch fehlende Kompetenz im Wirtschafts- und im steuerpolitischen Bereich. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da gab es jetzt gestern ein sehr, sehr interessantes Gespräch zwischen Hubert Aiwanger und Ricarda Lang bei Maischberger. Und da war es durchaus spannend, wenn man sagt, okay, man schaut sich das mal an und schaut mal, okay, wer von beiden hat eigentlich recht. So viel vorab. Es ist ganz klar, eigentlich heißt sowas ja Streitgespräch. Doch wenn man sich das Gespräch anschaut, dieses Streitgespräch, dann ist das eigentlich kein Streitgespräch, sondern im Großen und Ganzen wurde Ricarda Lang hier einfach mit Fakten überrollt, die sie in dem Zusammenhang auch von ihrem Gesichtsausdruck wahrscheinlich nicht mal so schnell verarbeiten konnte, wie Hubert Aiwanger ihr hier einfach die Realität um die Ohren knallt. Und ich werde euch jetzt mal, wie gesagt, in das Interview mitnehmen, werde die entsprechenden drei Stellen, die ich mir rausgesucht habe, mal genauer besprechen und euch mitnehmen, was ihr wissen müsst, damit ihr nicht so einen negativen Auftritt hinlegt wie Ricarda Lang. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja. Ricarda Lang hatte ich ja schon mal in einem anderen Video angesprochen, dass sie da immer wieder, sage ich mal, mit finanzpolitischer, wirtschaftspolitischer und steuerpolitischer Ahnungslosigkeit glänzt. Vor kurzem hat sie erst den Traum von, sage ich mal, Planwirtschaft, ökologischer Planwirtschaft in Deutschland in einem Start-up-Treffen in Berlin hier zum Ausdruck gebracht. Wie schön es doch wäre, wenn plötzlich die Konzerne im Großen und Ganzen hier den Bürgern gehören. Liebe Ricarda Lang, erstmal dazu nochmal was. Ja, das ist möglich. Kauft Aktien, baut euer Vermögen auf Aktien und ETFs aus und dann habt ihr den ultimative Planwirtschaft. Jetzt gehen wir aber ins erste Gespräch rein. Hier zwischen natürlich an der Stelle Ricarda Lang und Hubert Aiwanger bei Maischberger. Das verdient nicht mal ein Mindestlohnempfänger. Das stimmt nicht. Natürlich ist das ist so. Nachgewiesen, dass man, wenn man mehr arbeitet, beziehungsweise wenn man arbeitet in Deutschland, immer mehr hat, als wenn man das Bürgergeld angeht. Vielleicht 100 oder 200 Euro und arbeitet 40 Stunden. Das ist auch richtig so. Ja. Und das ganz ehrlich, wenn wir dafür sorgen wollten, dass sich Arbeit noch mehr lohnt in Deutschland, dann sind wir gerne dabei. Grundsätzlich Mindestlohn, mehr Tarifbindung. Damit würden wir wirklich dafür sorgen, dass sich Arbeit lohnt in Deutschland. Damit unsere Wirtschaft noch weniger wettbewerbsfähig ist und noch mehr Firmen weggehen. Sie müssen die Steuern senken, sie müssen mit der Einkommensteuer runter. Nicht, dass schon der Mindestlohnempfänger zahlt schon Steuer. Der sagt doch, ich bin doch blöd, wenn ich ohne Arbeit Wohnung, Heizung und 560 Euro kriege. Ja. Dann arbeite ich doch nicht 40 Stunden, um 2000 Euro zu kriegen, minus 400 Sozialabgaben oder 1600, minus 150 Steuern oder weniger als ein Bürgergeldempfänger. So, Sie kommen aus einer Familie, So, und da sind wir jetzt beim spannenden Thema. Hubert Aiwanger sagt im Großen und Ganzen hier ganz klar, dass im Großen und Ganzen dann der Bürgergeldempfänger mehr hätte hier mit Blick darauf oder genauso viel hätte wie im Großen und Ganzen natürlich dann eine Person, die an der Stelle, sage ich mal, arbeiten geht. Und da muss man ganz klar sagen, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt, denn er hat sich mit einer Aussage nämlich noch gerettet und zwar mit 100 oder 200 Euro mehr. Also ich bin hier mal reingegangen, es gibt diese Brutto-Netto-Rechner und da gehen wir mal rein und sagen, okay, was bekommt denn eine Person, die jetzt zum Mindestlohn arbeitet, ist jetzt abgerundet in dem Fall, sind knapp 70 Euro, glaube ich, mehr, wären das im Grunde 2000 Euro brutto. Er hat hier, wie gesagt, 125 Euro Steuern weg, dann natürlich hier Arbeitslosen, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter und so fort in der Steuerklasse 1. Bleiben ihm 1466 Euro. Also gehen ihm hier erstmal knapp 550 Euro schon mal weg, wo man ganz klar sagt, naja, das ist ja in dem Zusammenhang jetzt schon mal eine krasse Hausnummer, wo man ja sagen muss, das muss ja alles der Bürgergeldempfänger nicht zahlen. Und das ist eigentlich der Witz daran, was, glaube ich, auch Ricarda Lang in dem Moment nicht verstanden hat, weil der Mindestlohnempfänger, der für 40 Stunden die Woche dann arbeiten geht, der muss von diesen 1400 Euro dann erstmal hier noch komplett Miete zahlen. Im Durchschnitt, ich glaube, so 600, 700 Euro plus Nebenkosten. Dann gehen mal schnell 800 Euro im Monat weg. Dann bleiben dem plötzlich auch nur noch knapp 600 Euro. Lassen es 700 Euro sein. Dann sind das hier ab 01.01.2024 gerade mal 100, 150 Euro mehr als jemand, der nicht arbeiten geht. Ja, liebe Ricarda Lang, also das ist wieder mal ein Thema, wo man ganz klar sagen kann, wirtschaftspolitisch und mit Fakten hier eher nicht so geglänzt. Und da ist es auch so, dass man hier ganz klar sagen muss,
Da hätte man wahrscheinlich vorher sich nochmal genauer darüber informieren wird. Denn ja, klar, der Arbeitnehmer hat theoretisch mehr, muss aber auch am Ende davon natürlich hier mehr ganz einfach auch noch bezahlen. Ja, klar, es wird ihm einiges gestellt, Bürgergeldempfänger, aber trotzdem, der Arbeitnehmer muss viel mehr davon bezahlen. Aussage Nummer 2 ist auch relativ lustig, die lasse ich dann jetzt einfach gleich mal wirken. Der hat von einem niedrigeren Bürgergeld überhaupt gar nichts. Der hat was davon, dass wir zum Beispiel endlich ein Bundestariftreuegesetz auf den Weg bringen, wo klar ist, wenn der Staat als Auftragsträger aufträgt, dann wird nach Zukunft nach Tarif bezahlt. Also kein staatliches Geld mehr für Lohndumping. Das hilft Menschen im Niedriglohnsektor nicht. Wenn Sie einen Arbeitgeber finden, der für gewisse Niedriglohntätigkeiten dann 14, 15 Euro bezahlt, wie Sie sich das wünschen, den werden Sie nicht finden. Stellen Sie doch Personen ein und bezahlen die auf diesem Niveau, wenn die vielleicht schlechte Ausbildung haben. Oder ich eben Leute einstelle und jetzt sind wir mitten in der Sozialpolitik. Keine Angst, Mitarbeiter sind besser bezahlt. Ja, weil die vom Staat bezahlt werden bei Ihnen, aber nicht von Ihnen erwirtschaftet werden müssen. Und genau da spricht er zwei Punkte, nehme ich zusätzlich an. Ein Thema ist das Thema Nettosteuerzahler und der Punkt Nummer 2 ist an der Stelle das Thema mit dem Bundestarifgesetz. Da habe ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen und da, wer sich das Video nochmal anschauen will, ich habe jetzt die Statistik leider jetzt nicht spontan da, ist es nämlich so, dass dieses Bundestarifgesetz eigentlich der größte Witz überhaupt ist, liegt primär nämlich daran, weil an der Stelle hier lediglich die Gewerkschaften, die in den letzten Jahren Millionen an Gewerkschaftlern verloren haben, hier bloß eine Existenzberechtigung suchen. Kein Mensch braucht mehr Gewerkschaften im heutigen Zeitalter. Und das ist das Lustige, dass die Gewerkschaften gerade diese Woche diesen Bericht zur Tarifflucht, was ja so schlimm klang, was im Grunde einfach nur ein riesiger Hütchenspielertrick war, sagt man ja, dass Steuern verloren gehen durch, sag ich mal, Lohndumping und Ähnliches, was eigentlich auch völlig falsch ist, habe ich in einem Video ausführlich am Montag erklärt. Aber das ist Punkt Nummer 1, was Sie jetzt hier wieder, das Märchen, das hier wiederholt, denn die Unternehmen zahlen die Gewinne, beziehungsweise die Steuern dann dafür, aber nicht halt in Form der Einkommensteuer oder Einzelunternehmer zahlen Einkommensteuer im Spitzensteuersatz und zahlen halt dann nicht die Arbeitnehmer die Lohnsteuer, sondern im Großen und Ganzen halt der Arbeitgeber oder der Unternehmer. Punkt Nummer 2, was sie hier auch ganz nett anspricht, ist das Thema Nettosteuerzahler. Und das ist wirklich wieder was, wo ich komplett ausflippen könnte, wenn ich so viel steuerpolitische und volkswirtschaftliches Nichtwissen geballt einfach höre. Ist ganz einfach. Wenn der Staat verpflichtet wird, nur noch mit Unternehmen, also staatliche Aufträge an Unternehmen zu vergeben, die hier in diesem Tarifgesetz sind, dann haben wir erstens mal hier die legitimierte Ausbeutung durch Gewerkschaften, die dann sagen, ja, wir erhöhen. Und dadurch wird das Ganze einfach nur dem Steuerzahler wieder aufgedrückt. Und das ist nicht, ganz ehrlich, wie gesagt, nichts gegen Polizisten, Feuerwehr, sonstige, sag ich mal, notwendige Beamte, sondern hier geht es wirklich um Verwaltungsbeamte, die einfach, sag ich mal, Akten von A nach B schieben und die dann sagen, im Großen und Ganzen, dann erhöhen wir einfach die Steuern. Denn das ist ja relativ einfach. Denn wenn der Staat plötzlich mehr zahlt für diese an der Stelle, sag ich mal, Leistungen, die er sonst in der freien Marktwirtschaft günstig einkaufen könnte, dann wird das nicht für eine Bundespolitikerin wie die Carla Lang teurer. Dann wird das auch nicht für den Beamten teurer, dann wird das auch nicht für den, sag ich mal, sonst irgendwie teurer, weil der wird dann maßlich sowieso laufen, wie der hört. Nein, die Steuern steigen für die Arbeitnehmer, die im Großen und Ganzen den Reinigungsdienst machen. Das sind die Putzfrauen, Putzmänner, das sind im Grunde die Handwerker, das sind im Grunde, sag ich mal, auch Angestellte in der freien Wirtschaft, das sind auch, sag ich mal, Unternehmensberatungen, das sind Softwareentwickler. All diejenigen, die in der freien Wirtschaft hier unterwegs sind, müssen dann das alles zahlen und zahlen dann eigentlich mehr Steuern, nur dafür, damit man hier im Mindestlohn wieder was Höheres zahlen kann. Und Fakt ist auch, und damit hat eigentlich Hubert Aiwanger sie auch schon komplett zerlegt, dass er sagt, ja, sie als Bundespolitikerin zahlt gar nicht die Löhne ihrer Angestellten, weil sie gerade so angegriffen war. Ist klar, Ricarda Lang wird keine Steuern zahlen, weil sie de facto im Grunde eine Leistungsempfängerin ist aus dem Steuerzahlertopf, der eben besteht aus Personen, muss man ganz klar sagen, wie Hubert Aiwanger, der ja als Land- und Forstwirt seine Haupteinkünfte hat. Oder andere Unternehmer in Deutschland oder Angestellte, die wirklich jeden Tag etwas leisten. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, den durchaus hier versucht auch Maischberger wieder ein bisschen abzubremsen, wo aber natürlich dann die Diskussion schon entbrannt ist, beziehungsweise Hubert Aiwanger nochmal nachlegt.
Ich komme natürlich nicht aus einer Familie, die Sozialhilfe bezogen hat. Ich komme aus einer Familie, meine Mutter war Sozialarbeiterin. Also, das heißt, ein Job, wo man gut in die Runden kommt, aber wo jetzt nicht nochmal das Extra drin ist oder sowas. Aber ich kann ehrlich gesagt wenig damit anfangen, hier Gruppen gegeneinander auszuspielen. Man muss Probleme benennen. Dass das Problem in diesem Land diejenigen sind, die auf das Bürgergeld angewiesen sind. Denn am Ende hat derjenige, der im Niedriglohnsektor arbeitet, der hat von einem niedrigeren Bürgergeld überhaupt gar nichts. Der hat was davon, dass wir zum Beispiel endlich ein Bundestariftreuegesetz auf den Weg bringen, wo klar ist, wenn der Staat als Auftragsträger aufträgt, dann wird nach Zukunft nach Tarif bezahlt. Also kein staatliches Geld mehr für Lohndumping. Das hilft Menschen im Niedriglohnsektor nicht. Wenn Sie einen Arbeitgeber finden, der für gewisse Niedriglohntätigkeiten dann 14, 15 Euro bezahlt, wie Sie sich das wünschen, den werden Sie nicht finden. Stellen Sie doch Personen ein und bezahlen die auf diesem Niveau, wenn die vielleicht schlechte Ausbildung haben. Oder eben Leute einstellen und jetzt sind wir mitten in der Sozialpolitik. Keine Angst, unsere Mitarbeiter sind besser bezahlt. Ja, weil die vom Staat bezahlt werden bei Ihnen, aber nicht von Ihnen erwirtschaftet werden müssen. Jetzt habe ich da aussehen leider nochmal die doppelte Stelle her, aber da geht es jetzt weiter. Die Parteien erwirtschaften nicht selbst, das stimmt. Aber ehrlicherweise, wir haben immer wieder die Unterrufe gehabt, innerhalb der letzten Jahre, der Mindestlohn wird zu einem wirtschaftlichen Fiasko führen. Und das Gegenteil ist passiert, weil am Ende gute Löhne auch eine gute Binnennachfrage bedeuten. Derzeit von den Unternehmen, die mehr einmal zurückbringen zu unserer Migrations. Es ist sehr spannend, den beiden zuzuhören, weil sie tatsächlich sehr unterschiedliche Menschen- und Wirtschaftsbilder haben. Trotzdem eines. Und genau das ist der Punkt. Und da gibt es jetzt auch wieder diese Studien, die durchaus hier hauptsächlich aus der Berliner Region gerade kommen, wo es plötzlich heißt, ja, der Mindestlohn hätte keinen Effekt auf, sage ich mal, bestimmte Tätigkeiten. Naja, das stimmt so nicht ganz. Denn gerade die Personen, die automatisierbare, leichte Tätigkeiten haben, die werden einfach schlichtweg ersetzt oder ins Ausland verlagert. Und das sind dann die Personen, die einfach schlichtweg einfach im Bürgergeld landen. Jetzt gibt es hier auch zwei spannende Aussagen, auch wieder komischerweise von Gewerkschaftlern. Hier zum Beispiel von der Gewerkschafterin Laux, die sagt, ja, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sprechen dafür, dass im September 2022 bis 2023 um 5,6% hier bei den Reinigungskräften hier keine Erhöhung der Arbeitslosenzahlen gemeldet worden sind. Ähnliches auch vergangenheitsbezogen. Hier natürlich wieder Ähnliches mit Blick auf den Arbeitsmarktexperten Enzo Weber. Das Problem ist immer die Vergangenheitsbezogenheit. Die Erhöhung hier des Bürgergelds hat zumindest laut anderen Verbänden, also von Unternehmerverbänden, hier auch vor allem im Gebäudereinigungsbereich dazu geführt, dass viele jetzt zum 31.12. kündigen und dann ins Bürgergeld gehen. Ja, nämlich so rum. Das heißt, immer nur die Vergangenheitsbezogenheit zu haben, das ist klassisch was auch Ricarda Lang hier prophezeit, ist, es geht nicht darum, das habe ich zum Beispiel auch letzte Woche in einem sehr spannenden Interview mit einer Influencerin gehabt, wo ich auch gesagt habe, es sind nicht diese einzelnen Maßnahmen, die zum Problem werden. Das war immer so, ach, das wird kein Problem, was weiß ich, nehmen wir es mal, Mindestlohn wird kein Problem, Steuerbelastung ist kein Problem, dann ist, wie gesagt, natürlich die Bürokratie kein Problem, dann sind bestimmte Verwaltungsakte kein Problem, dann ist die Ökologie kein Problem. Klar, jedes einzelne Problem für sich betrachtet, ist nicht der Grund am Ende, warum jetzt plötzlich, und das ist auch lustig, das ist sogar statistisch bewiesen auch, dass 123 Milliarden im Jahr 2022 von deutschen Unternehmen im Ausland investiert worden ist, aber nur 23 Milliarden im Inland. Und das ist kein Trend, der erst begonnen hat, das ist ein Trend, der volle Fahrt aufnimmt. Und in dem Zusammenhang auch immer mehr Unternehmen jetzt gerade hier, sage ich mal, in der bayerischen Region, da merken wir das gerade extrem, dass viele jetzt sagen, hey, ich verlagere nach Polen, ich verlagere nach Österreich, ich verlagere irgendwo nach Bulgarien, Rumänien oder sonst irgendwo hin, ist ja eh eigentlich fast um die Ecke und habt dann natürlich noch günstigere, steuerliche und bürokratisch günstigere Bedingungen. Und das ist wieder das, wo man sagt, man merkt an der Stelle auch, wo man ganz klar sagen muss, wie gesagt, man muss kein Fan von Hubert Aiwanger sein, egal wie man da politisch steht. Aber der Unterschied, der prallt hier direkt aufeinander zwischen Praxis, mit den Leuten sprechen, die wirklich auch in der Praxis unterwegs sind, und die Personen, die in ihrem Berliner Vorörtchen irgendwo dann diese Meinung haben und natürlich auch dann hier mal zu sehen, wie denn eigentlich die gesamtdeutsche Situation ausschaut. Denn hier habe ich mal eine Statistik von 2021, die ich euch auch nicht vorenthalten will. Und wir wissen ja, die Ricarda Lang ist Sozialarbeiterin, dementsprechend, ihre Eltern waren Sozialarbeiter, das heißt auch wahrscheinlich hier vom Staat bezahlt gewesen in der Vergangenheit.
Hier mal auch noch eine nette Zahl hier, Stadtstaaten mit größtem Anteil an Hartz-IV-Empfängern. Und zwar hier sieht man auch schon, wie die Problemreihe hier Richtung Norden raufgeht. Hamburg, jahrzehntelang SPD. Berlin, sowieso Failed State. Auch wie gesagt Nordrhein-Westfalen, hier wie gesagt die anderen Bundesländer relativ weit oben. Und man sieht schon, okay, wo läuft es denn besser, wo läuft es denn schlechter? Und dann noch eine spannende Grafik, die habe ich auch heute entdeckt bei der Recherche zu dem Video. Und die Studie, jetzt muss ich bloß schauen, die ist aus 2018, natürlich ein bisschen veraltet, aber trotzdem mal nur so als Überblick, so hoch müsste der Mindestlohn sein, wenn er, wie gesagt, auf die bestimmten Städte bezogen ist. Und das finde ich durchaus spannend, was ja bisher in der bundesweiten Kampagne, jetzt hier mit Blick auch darauf, wie das Gefälle ist, Hartz IV zu Lohnarbeit und natürlich auch hier, diese Statistiken, wenn man hier wirklich auch die Informationen zusammenträgt, dann kommt man schon dazu, na, es gibt ja bundesweite Unterschiede. Klar komme ich mit in Berlin mit aktuell knapp 12 Euro Mindestlohn nicht weit. Ist klar, die Lebenshaltungskosten sind dort höher. Klar, auch in Köln könnte es eng werden. Aber in Hannover kann ich damit, sage ich mal, schon relativ gut leben. Habe ich im Großen und Ganzen dann knapp pro Woche theoretisch 120 Euro mehr, als ich bräuchte, wenn man jetzt davon ausgeht. Also von daher, auch das sind wieder so spannende Themen, die bei solchen Statistiken oder solchen Diskussionen gerne außer Acht gelassen werden. Und das zeigt wieder einmal, dass steuerpolitische oder wirtschafts- und finanzpolitische nicht vorhandene Wissen seitens der Grünen, mit Blick hier natürlich speziell Ricarda Lang, die er hier an der Stelle wirklich eigentlich, sag ich mal, sich nur darum gedreht hat, dass sie sagt, der Staat muss intervenieren, aber darüber nachzudenken. Und das ist das, was viele auch aktuell im Umfeld haben. Wer ist denn eigentlich der Staat? Wer ist denn eigentlich der Fiskus? Der Fiskus, der Staat, besteht eigentlich aus allen Bundesbürgern in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist keine Person, das ist kein Gremium oder kein irgendjemand, der irgendwas beschließt. Nein, das ist der Punkt. Wir stecken alle dahinter und alles, was dort im Mindestlohn jetzt über dieses Bundestarifgesetz eingeflochten wird, mit Mindestlohn, Tarifverpflichtung, Tarifbindung, sonstiges, das zahlt am Ende auch nicht Ricarda Lang. Ricarda Lang wird das nie bezahlen müssen. Das zahlt am Ende derjenige wirklich, der bei Netto, Lidl, Aldi, was weiß ich, Edeka, sonst irgendwelchen anderen an der Kasse steht, der jeden Tag zum Putzen geht, der jeden Tag in der Früh aufsteht und seiner Arbeit nachgeht, die in privaten Pflegeheimen sind, die, sag ich mal, im privaten medizinischen Wesen unterwegs sind. Das sind die Personen, die das Ganze zahlen und nicht Ricarda Lang und auch nicht ihre Angestellten, denn die leben wie Ricarda Lang vom Staat.